Herzlich willkommen wieder zur Vorlesung Stochastik. Wir haben das letzte Mal mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten die Grundlage gelegt, heute uns mit dem neuen Kapitel zu befassen, nämlich den Markov-Ketten. Markov-Ketten sind sozusagen die einfachsten stochastischen Prozesse, die man so haben kann. Und mal ganz kurz ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel eine Irrfahrt, wird es auch gleich auf der ersten Folie noch ein Beispiel, also noch was Formaleres geben. Also irgendetwas geht zufällig im Raum rum und die Markov-Kette ist dann die Familie der Zufallsgrößen der Position zu den einzelnen Zeitpunkten. Also xn ist sozusagen die Position im Raum nach dem n-ten Schritt sozusagen. Und die Markov-Eigenschaft ist jetzt einfach die, dass das, was die Person, die den Raum umgeht, in Zukunft tut, nur davon abhängt, wo sie gerade ist und nicht von irgendwas anderem auch noch. Und diese Markov-Ketten kann man relativ einfach analysieren, werden auch ein paar Matrizen vorkommen und ein paar Sätze werden wir dazu kennenlernen und vor allen Dingen erstmal ein paar Beispiele und das wird heute passieren. Kommen wir also gleich zu dem Beispiel. Und zwar habe ich das jetzt hier illustriert an einem sogenannten Übergangsgraph von so einer Markov-Kette. Das ist eine Irrfahrt auf drei Punkten. 1, 2 und 3. Das ist sozusagen der Raum, in dem sich diese Irrfahrt hier bewegt. Und P und Q addieren sich zu 1, wie so oft. Und der Pfeil heißt sozusagen, wenn ich in 1 bin, gehe ich mit Wahrscheinlichkeit P im nächsten Schritt zu 2 und mit Wahrscheinlichkeit Q gehe ich zu 3. Und so gehe ich eben in jedem Schritt entweder mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist dann eben der Übergangsgraph von so einer Markov-Kette. Also man kann sich das vorstellen, als Beispiel könnte es so sein, dass ich jetzt einfach mal im Punkt 1 anfange. Also habe ich x0 ist gleich 1, dann würfel ich aus. Wo gehe ich im ersten Schritt hin? Gehe ich mit Wahrscheinlichkeit P nach 2 oder gehe ich mit Wahrscheinlichkeit Q nach 3? Dann ist es vielleicht so, ich gehe mit Wahrscheinlichkeit Q nach 3, habe dann x1 gleich 3, bin dann hier, weil ich hier lang gegangen bin. Im nächsten Schritt gehe ich vielleicht zurück hier nach 1, habe dann x2 gleich 1 und so weiter. Und diese Familie hier, x0, x1 und so weiter, ist dann eben die sogenannte Markov-Kette. Zur Definition von diesen Markov-Ketten. Ein stochastischer Prozess ist nichts anderes als eine Familie von Zufallsvariablen, also xt, t aus irgendeiner Indexmenge, die jetzt aber bei uns immer die Menge 0, 1, 2 und so weiter sein wird. Also man sagt auch, die Zeit ist diskret, weil eben ich nur ganze Schritte mache, 0, 1, 2 und so weiter. Das ist ein stochastischer Prozess und Markov-Ketten sind spezielle solche stochastischen Prozesse. Da muss das hier gelten. Was heißt es? Also wo ich zum Zeitpunkt t plus 1 bin, muss irgendwie davon abhängen, wo ich zum Zeitpunkt x1 bis, also zum Zeitpunkt 1 bis t war. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen, wenn ich jetzt gerade in der 3 bin, wo ich da hingehe, ja, hängt nur davon ab, dass ich jetzt gerade in der 3 bin, hängt gar nicht davon ab, dass ich hier von der 1 gekommen bin. Und wenn ich in der 3 bin, gehe ich eben mit Wahrscheinlichkeit p zurück zu 1 und Wahrscheinlichkeit q gehe ich zu 2. Das heißt, die bedingte Wahrscheinlichkeit, gegeben die gesamte Vergangenheit, hängt gar nicht von den ersten t-1 Schritten ab, sondern nur davon, wo ich jetzt eben gerade im t-ten Schritt bin. Und wenn diese Gleichung hier erfüllt ist für den stochastischen Prozess, dann heißt der Markov-Kette. Die rechte Seite, die Sie hier sehen, hängt offensichtlich erstmal noch von t ab. Wenn sie es aber nicht tut, dann heißt die Markov-Kette zeitlich homogen. Und die hier, die wir hier hatten, die ist auch zeitlich homogen, weil die Wahrscheinlichkeit, jetzt von der 3 zurück zu 1 zu gehen, die hängt ja nicht davon ab, dass ich jetzt zum Zeitpunkt 1 gerade bin, wie hier, sondern ganz egal wann, ich gehe immer mit Wahrscheinlichkeit p von der 3
zu 1, ganz egal zu welchem Zeitpunkt. Also ist die zeitlich homogen. Und wenn das hier nicht von t abhängt, dann ist es ja eigentlich eine Matrix, beziehungsweise so ist es eine Matrix. Also wenn ich jetzt in i bin, habe ich eine Wahrscheinlichkeit nach j zu gehen. Die ist gegeben durch pij und diese pij hier, die heißt eben Übergangsmatrix. Und ganz viel bei Markov-Ketten, was man ausrechnen kann, beschäftigt sich eben mit diesen Übergangsmatrizen hier. Zum Beispiel auch schon diese Eigenschaft hier, nämlich die Übergangsmatrix einer homogenen Markov-Kette erfüllt erstmal gut, es sind Wahrscheinlichkeiten, okay, und Wahrscheinlichkeiten sind nie kleiner als 0 und nie größer als 1, also das ist schon mal einfach. Und außerdem von dieser Übergangsmatrix PIJ ist die Zeilensumme, das ist ja genau das, was hier steht, immer 1. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass xt plus 1 irgendwo ist in s, gegeben xt gleich i, die ist 1. Weil irgendwo bin ich immer. Und das kann ich jetzt eben auch anders schreiben. J aus s, p von xt plus 1 ist gleich j, gegeben xt ist gleich i. Und da steht eben jetzt die Summe über p, i, j, über alle j aus s. Und deswegen ist die Zeilensumme, wie gesagt, immer 1. Matrizen mit den beiden Eigenschaften hier, also Einträge nicht kleiner als 0, nicht größer als 1 und Zeilensumme immer 1, heißen auch stochastische Matrizen. Und dann haben wir am Anfang ja gesehen, es gibt diesen Übergangsgraph. Ja, wie war das mit diesem Übergangsgraph? Das ist ein gewichteter Graph. Es gibt hier Ecken, es gibt Kanten und es gibt Gewichte. Die Ecken, das sind die Punkte 1, 2 und 3 hier. Das ist quasi mein Zustandsraum, das ist mein S. Die Kanten, ja, hier ist es jetzt zufällig gerade so, dass alles mit allem verbunden ist. Also beziehungsweise nicht ganz, weil die 1 könnte auch noch mit sich selbst verbunden sein. Wenn man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von der 1 wieder in die 1 springt, könnte sein. Aber allgemein ist es so, man zeichnet dann eine Kante, wenn es eben eine positive Wahrscheinlichkeit gibt, von dem Zustand zu dem Zustand hier zu gelangen. Und das Gewicht, ja, die Gewichte sind einfach halt dann die Einträge der Übergangsmatrix. Genau, das ist der Übergangsgraph und den hatten wir jetzt hier ja auch schon. Also das ist nochmal der Übergangsgraph von dem Irrpfad im Dreieck. Und die Übergangsmatrix habe ich hier auch nochmal hingeschrieben. Also die Zeile 1 ist die Zeile des Zustandes 1. Mit Wahrscheinlichkeit 0 ist der nächste Zustand auch wieder 1. Mit Wahrscheinlichkeit P ist er 2 und mit Q ist er 3. Schauen wir kurz nach. Also wenn ich in der 1 bin, gehe ich mit Wahrscheinlichkeit Q nach 3. Also P1, 3 ist gleich Q. P1, 3, also hier der Eintrag, ist gleich Q. Oder wenn ich in der 2 bin, mit welcher Wahrscheinlichkeit gehe ich zur 1? Ja, auch wieder mit Q. Deswegen ist P2, 1 ist Q. Also hier. Das also als Beispiel. Und noch ein Beispiel, bei dem wir auch gleich was ausrechnen wollen, ist das sogenannte Ruin-Problem. Vielleicht am besten erklärt durch hier den Übergangsgraphen. Das ist so, ich spiele ein Spiel, ich setze immer einen Euro ein und wenn ich gewinne, was mit Wahrscheinlichkeit P passiert, habe ich am Ende einen Euro mehr. Also gehe ich zum Beispiel von einem Euro zu 2 Euro. Wenn ich einen Euro habe und verliere, dann bin ich bei 0, dann kann ich nichts mehr einsetzen und bin pleite und bleibe bei der 0. Das heißt mit Wahrscheinlichkeit 1 gehe ich von der 0 zu 0. Genauso, also wenn ich jetzt mal gegen die Bank spiele und die Bank gesprengt habe, die Bank nichts mehr hat, dann bleibe ich bei n, weil ich kann dann auch nicht weiter spielen, weil die Bank kein Geld mehr hat. Also n bleibt bei n. Aber bis n minus 1 kann ich noch weiterspielen und die Bank auch. Und Wahrscheinlichkeit p gehe ich 1 nach rechts, mit q gehe ich 1 nach links. Oder in Termen der Übergangsmatrix ist es eben so, also jetzt ist es so, die erste Zeile hier ist die Zeile des Zustandes 0. Und
Ja, 0 hat nur eine positive Übergangsmatrix, also einen positiven Eintrag in der 0 wieder. Und ansonsten ist immer so, mit P gehe ich 1 hoch, mit Q gehe ich 1 runter. Deswegen ich immer Q0P, nur eben um 1 verschoben. Nur ganz oben wieder, das N hier sagt man auch, ist ein sogenannter absorbierender Zustand, da bleibe ich dann eben sitzen. Die interessante Frage bei dem Ruinproblem ist ja, wenn ich jetzt mit irgendeinem Startkapital einsteige, 2 oder sowas, mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich denn hier oben an? Und das können wir jetzt mal ausrechnen. Das habe ich mal so formuliert. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, ja am Ende die Bank zu sprengen, also bei Groß N anzukommen hier. Und die Zahl sei mal Pn hier. Und die Behauptung ist die, wenn, es gibt zwei Fälle, entweder P ist gleich Q, das heißt, ich habe die gleiche Chance zu gewinnen und zu verlieren, dann ist die Gewinnwahrscheinlichkeit klein n durch Groß N. Und ansonsten ist sie durch diesen Bruch hier gegeben. Das wollen wir mal ganz kurz ausrechnen. Und dazu brauche ich eine Größe, die schreibe ich mir hier an den Rand, nämlich Delta Pn. Das soll sein Pn minus 1. Und Pn ist ja die Gewinnwahrscheinlichkeit, also von klein n irgendwann nach groß N zu kommen. Und zu diesem Delta Pn, da kann man nämlich eine schöne Gleichung aufstellen. Und zwar folgendermaßen. Also, ich kann mir überlegen, wie kann ich den Pn noch anders schreiben? Ich habe am Anfang klein n Euro und im ersten Schritt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Mit Wahrscheinlichkeit Q gehe ich 1 runter. Wenn ich 1 runter gehe, dann muss ich ja von n minus 1 nach Groß N kommen. Also sprich, wenn ich 1 runter gehe, dann habe ich mal Pn minus 1 oder ich gehe am Anfang 1 hoch und dann bin ich schon bei Pn, also bei n plus 1. Und dann habe ich die wichtige Gleichung hier. Das heißt, das ist eine Zerlegung nach dem ersten Schritt, sagt man auch. Entweder ich gehe 1 runter, dann bleibt die Wahrscheinlichkeit Pn minus 1 übrig, oder ich gehe 1 hoch und dann bleibt die Wahrscheinlichkeit Pn plus 1 übrig. Pn kann ich natürlich anders schreiben, nämlich als Q plus P mal Pn. Und aus den beiden Sachen kann ich jetzt nämlich Folgendes machen. Ich kann hier das Pn minus 1 mal Q hier rüberbringen. Dann steht hier Q mal Delta Pn. Falsch. Q mal Delta Pn ist gleich, weil jetzt kann ich das mit dem P auf die andere Seite bringen. P mal Pn kann ich hier rüberbringen. P mal Delta Pn plus 1. P mal Delta Pn plus 1. Genau, und das ist eine wichtige Gleichung, weil jetzt kann ich nämlich das da oben relativ schnell zeigen. Erstmal für den Fall P gleich Q gleich ein halb. Da schreibe ich es wie folgt. Pn schreibe ich mal ganz kompliziert. Pn schreibe ich jetzt erstmal als Teleskopsumme, nämlich Summe m von 1 bis n Delta Pm. Also ich summiere die hier einfach auf, bis ich dann beim Pn angekommen bin. Und im Nenner will ich jetzt kompliziert noch eine 1 schreiben. Und eine 1 kann ich beispielsweise so schreiben: Summe m von 1 bis groß N Delta Pm, weil das muss ja sein, P groß N minus P0. Und P groß N ist aber 1, weil wenn ich in groß N starte, dann bin ich ja schon bei groß N und ich gehe da gar nicht mehr weg. Genau, und P gleich Q kann ich mal hier gucken. Wenn P gleich Q ist, dann sind die Delta Pns einfach alle gleich, steht da. Das heißt, in dem Fall steht hier klein n mal Delta P1 geteilt durch groß n mal Delta P1, weil ja alle gleich sind. Und oben habe ich eben klein n Summanden im Zeller und unten habe ich groß n Summanden. Delta Pn kann ich wegkürzen und klein n durch groß n bleibt übrig. Das war einfach. Dann kann es aber auch noch sein, dass p nicht gleich ein halb ist. Dann ist die Rechnung ein bisschen schwieriger. Geht aber auch noch.
Dann weiß ich nämlich erstmal Delta Pn von der Gleichung hier, von der wichtigen. Vielleicht markiere ich die nochmal an hier. Von der wichtigen Gleichung hier, Delta Pn ist ja hier, ist also, oder beziehungsweise hier, Delta Pn plus 1 ist Q durch P Delta Pn. Das heißt, wenn ich mit dem Index 7, 1 nach oben gehe, kriege ich einen Faktor Q durch P dazu. Das heißt, das hier ist Q durch P Delta Pn minus 1. Oder ich kann noch eins runtergehen, dann habe ich Q Quadrat durch P Quadrat Delta Pn minus 2 und so weiter. Oder eben Q hoch n minus 1 durch P hoch n minus 1 Delta P1. Und Delta P1 ist eben P1. Genau, also das Delta kann ich hier weglassen, weil P1 gleich Delta P1 ist. Und daraus kann ich Folgendes machen. Eigentlich, ja, im Ansatz genauso wie beim Fall P gleich 1/2 gerade. Pn schreibe ich kompliziert, nämlich als Teleskopsumme im Zähler. Summe Delta Pm, m von 1 bis n. Und im Nenner auch wieder kompliziert geschrieben, Delta Pm, m von 1 bis groß n, was ja 1 ist. Ja, und jetzt kann ich Delta Pm hier so schreiben. Da kriege ich einen Faktor P1 im Zähler und den Nenner, den kürze ich gleich mal weg. Und übrig bleibt dann eben die Summe m von 1 bis n, Q durch P hoch m minus 1 und im Nenner m von 1 bis groß n, Q durch P hoch auch wieder m minus 1. Und jetzt steht sowohl im Zähler als auch im Nenner eine geometrische Reihe, und zwar eine endliche. Und wenn ich dies richtig auflöse, ja, was kommt denn dann? Da muss ich nur aufpassen, dass ich hier erst bei 1 anfange zu zählen und so weiter. Aber was dann rauskommt, ist eben dann genau die Formel, die jetzt hier steht. Also eigentlich ja 1 durch 1 minus Q durch P, kommt aber im Zähler und im Nenner. Und dann kommt hier noch 1 minus Q durch P hoch groß n. Und hier kommt 1 minus Q durch P hoch groß n. Genau. Und dann steht es nämlich gerade da. Ich schreibe es nochmal ab. 1 minus Q durch P hoch klein n. 1 minus Q durch P hoch groß n. Genau. Das war jetzt noch das Beispiel vom Ruinproblem. Und das nächste Beispiel, was später auch nochmal kommt, ist die sogenannte Ehrenfest'sche Urne. Und das ist folgende: Martine Urne mit zwei Kammern. Und x, also die Markov-Kette selber, ist die Anzahl der Kugeln in der linken Kammer. Also insgesamt gibt es jetzt hier 10 Kugeln und in der linken sind gerade 4. Und ein Schritt besteht daraus, dass ich irgendeine Kugel von den 10 hier auswähle und in die andere Kammer rüber mache. Also ich könnte zum Beispiel einen von den 4 hier nehmen und darüber machen. Das passiert mit Wahrscheinlichkeit ja 4/10, weil da sind ja gerade 4 drin. Das heißt, die Übergangsmatrix, die ist folgendermaßen. Übergänge gibt es nur von i nach i minus 1 und nach i plus 1. Das merkt man hieran. J ist entweder 1 kleiner als i oder J ist 1 größer als i. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit 0. Wenn ich gerade i Kugeln in der linken Kammer habe, dann gehe ich 1 runter. Wenn ich einen von diesen i hier rausziehe zum Rüberlegen, also das habe ich i durch n, ist die Wahrscheinlichkeit, um eine von links nach rechts zu legen. Andersrum ist n minus i durch n die Wahrscheinlichkeit, eine von der rechten Kammer zu greifen und in die linke rüber zu legen. Also habe ich hier jetzt die Übergangsmatrix aufgeschrieben. Genau, das als letztes Beispiel jetzt. Jetzt kommt noch ein Satz.
über, ja letztendlich, wie man Übergangswahrscheinlichkeiten einfach ausrechnen kann. Da ist es nämlich sehr hübsch, dass man jetzt alles als Matrix da stehen hat. Dann kann man nämlich mit der Matrix auch weiterrechnen. Und vereinfacht gesagt steht hier, ja, die Einschritt-Übergangswahrscheinlichkeit von so einer Markov-Kette, die ist ja gegeben durch P, weil PJ, ein Eintrag in der Matrix P, ist ja gerade die Wahrscheinlichkeit von I nach J zu gehen. Jetzt will ich aber nicht die Einschritt-Übergangswahrscheinlichkeit ausrechnen, sondern die T-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit. Also, wenn ich heute in I bin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in 5 Schritten nach J zu gehen? Und da ist die Antwort, ich muss P hoch 5 ausrechnen. Also ich muss die Übergangsmatrix hoch 5 nehmen. Genau, μ oben 0 ist die Startwahrscheinlichkeit. Also μ oben 0 ist ein Vektor. Und die Einträge sind die Wahrscheinlichkeit, dass eben x0 gleich i ist. Das ist ein Vektor, das hier ist eine Matrix, P hoch T ist eine Matrix und Matrix und Vektor mal Matrix ist Vektor. Und der Vektor, der da rauskommt, ist gerade der Vektor der Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ich eben in xt gleich i bin. Genau. Beweis: T gleich 0 ist okay, weil wenn hier 0 ist, ist hier 0 und P hoch 0 ist eben Einheitsmatrix. Das ist einfach. Von t nach t plus 1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in t plus 1 Schritten nach j zu gelangen? Also das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass xt plus 1 gleich j ist. Und jetzt mache ich eine Zerlegung nach dem letzten Schritt sozusagen. I aus s. Das ist ja gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ich ja gut, ich will schon im t plus ersten Schritt j haben, aber ich mache eine Zerlegung dahingehend, wo ich denn im i-ten Schritt bin, mal p von xt gleich i. Also auch wieder quasi bedingte Wahrscheinlichkeit, mit denen ich es herumrechne. Das hier ist gerade mein μ oben t. Nach Induktionsvoraussetzung ist es eben gerade durch diesen Vektor mal Matrix hier gegeben. Und hier vorne, ja, da steht ja gerade PIJ. Also habe ich hier insgesamt Summe I aus S, steht hier PIJ. Oder vielleicht schreibe ich das nochmal weiter nach rechts. PIJ. Und das p von xt gleich i, das hier, schreibe ich eben als μ t von i. Ja, jetzt nochmal Induktionsvoraussetzung angewandt. I aus s habe ich also hier μ oben 0. P oben t. Und das Ganze hier an der i-ten Stelle mal pij. Also habe ich Multiplikation dieses Vektors hier mit der Matrix und dann den j-ten Eintrag genommen. Das heißt, nach den Rechenregeln von Matrizenmultiplikation kommt dann eben raus, ich brauche den Vektor μ oben 0 und dann mache ich die t plus erste Potenz von meiner Übergangsmatrix p und nehme dann den j-ten Eintrag. Und dann steht es aber, was ich will, weil der j-Eintrag dieses Vektors ist gerade der j-Eintrag dieses Vektors. Genau, machen wir ein kurzes Beispiel. Wieder Irrfahrt im Dreieck, weil es so schön ist. Wir hatten ja das hier als Übergangsmatrix. Und sagen wir mal, wir starten hier in der 1, also wir starten hier. Und ich will jetzt mal die 2-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, in 2 Schritten wieder in der 1 zu sein. Da können 2 Sachen passieren. Entweder ich gehe zu 2 und dann zurück zu 1 oder ich gehe zu 3 und dann zurück zu 1. Der Pfad hier hat Wahrscheinlichkeit p mal q, der hat auch p mal q. Q mal p. P mal q. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wieder in der 1 zu landen ist 2pq.
Und das ist genau der Eintrag der Matrix P Quadrat an der Stelle 1, 1. Weil, wenn Sie P Quadrat ausrechnen und den Eintrag hier ausrechnen wollen, müssen Sie erste Zeile mal erste Spalte, 0 mal 0 plus P mal Q plus Q mal P gibt gerade 2PQ. Und was passiert? Sie sehen natürlich auch, ja, P mal Q ist eben die Möglichkeit, zuerst nach 2 zu springen und dann wieder zu 1 zurück. Und das Q mal den P hier ist die, wahrscheinlich, also ist die Möglichkeit, zuerst nach 3 zu springen und dann zu 1 zurück. Und so kann ich eben jetzt hier die 2-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten ausrechnen. Und dann sehen Sie ja, mit Wahrscheinlichkeit 2PQ bin ich wieder in der 1. Mit Wahrscheinlichkeit Q Quadrat bin ich in der 2, weil es geht nur so, dass ich zuerst zu 3 springe und dann im nächsten Schritt wieder zu 2, also Q Quadrat. Und mit Wahrscheinlichkeit P Quadrat bin ich in der 3, weil dazu muss ich ja einmal zu 2 springen und dann weiter zu 3. Genau, so kann man das ausrechnen. Und nächstes Mal machen wir dann weiter mit Markov-Ketten, nämlich dann mit sogenannten stationären Verteilungen. Das sind Verteilungen, die sich nicht mehr ändern. Bis dann.